Hallo, ihr alle. Ganz kurze Ansage. Heute ist Donnerstag und heute Abend ist mein nächster Kurs. Ich habe aufgrund verschiedener Anliegen und auf verschiedener Informationen das Thema Labor verschoben auf nächste Woche, dass wir da den dritten Laborteil machen. Ein Teil der Anfragen, die an mich gekommen sind, ist, dass die Leute noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, das zu verarbeiten, was wir schon gezeigt haben. Ein anderer Teil ist, dass ein anderes Thema an den Vordergrund gerückt ist. Wir sind immer noch in diesem Umfeld von Covid und immer noch in diesen Geburtsschwierigkeiten, was jetzt kommt und so. Und wollte euch eigentlich einen tollen Weg vorstellen, den ich schon immer wieder betont habe. Aber es geht um ein ganz besonderes Heilmittel, das ganz, ganz vieles abdeckt, was wir im Moment brauchen. Das ist Borrelien, es ist, sind Lungenprobleme, Asthma, COPD, sind die Probleme, die jetzt im Nachhinein von Covid da sind, sind die Herzprobleme, die vaskulären Probleme, die wir gesehen haben, die kommen nach Covid, der Schlaganfall und die vaskulären Venenthrombosen, Magen-Darm-Probleme. Und ein Mittel, das sich nach oben gerutscht ist, ist die Arbeit mit Propolis. Und da wollte ich euch richtig gut mal einführen, dass ihr versteht, warum und wie man es richtig anwendet und welche Produkte geeignet sind, welche nicht geeignet sind. Es ist mir wichtig, das ist ein Kurs, der steht für sich selber und ein Kurs, der ganz, ganz Wichtiges hat. Denn wir gehen jetzt kommt diese Zeit auch mit den Impfungen oder wie kann ich mich schützen vor den Impfungen oder vor den Impffolgen? Und es führt alle Wege führen nach Rom in diesem Umfeld, das wir haben im Moment, führen alle Wege führen zurück nach Propolis. Und ich hoffe, ihr könnt da mit mir mitgehen und versteht, warum ich das mache, warum ich das Anliegen habe, dass das auch dringend ist, dass ihr dringend die Werkzeuge an die Hand bekommt, die ihr vielleicht noch nicht genutzt habt, dass ihr sie besser nutzt.